hin, auf die Frage meiner Kollegin Anna Bachmann, wir beziehen keine Kohle aus der Benga-Mine in Mosambik. Wenn ich Sie da richtig verstanden habe, haben Sie danach eingeschränkt gesagt, und ich bitte Sie, mich zu korrigieren, 2013, 2014 hätten Sie aus der Benga-Mine in Mosambik kleine Versuchsmengen bezogen. Wenn ich das richtig verstanden habe, bitte ich, bestätigen Sie das nochmal und sagen Sie nochmal, wie viel Tonnen heißt kleine Versuchsmengen. Dann haben Sie gesagt, ein Großteil Ihrer Kohle käme aus USA, wo habe ich aufgeschrieben, Kanada, Australien, Kanada und USA. Das klingt jetzt so, als würden Sie keine Kohle aus Kolumbien beziehen. Ich möchte Ihnen nur nachfragen, der Korrektheit habe, weil Eckhard Schulz, einigen noch bekanntes, sagte 2011 auf meine Frage, da ging die Kokerei bei dem CKCSA-Stahlwerk in Rio noch nicht, da war der noch Murks, wie das Handelsblatt konstatierte, weil CITIC das gebaut hatte und nicht Ude, dass sobald die Kokerei repariert werden sollte, dann müsste nicht mehr die Kokskohle aus Australien und Kanada angeschafft werden zu teuren Preisen, sondern dann würde die Kokskohle in Rio selber hergestellt werden können, und zwar auf der Basis von Kohle aus Kolumbien. Und dann möchte ich gerne von Ihnen wissen, bezieht das TKCSA-Stahlwerk, Ihr Stahlwerk in Rio, Kohle aus Kolumbien? Und wenn ja, nennen Sie mir doch bitte die Namen der Minen. Ist das Cerrejón beispielsweise mit dabei? Dann muss ich Ihnen noch in der Due Diligence, Sie haben zusammen mit Siemens an die Glencore-Kupfermine Tintaya Antapaccay in Peru geliefert, und zwar ein Förderbandsystem. Und wenn man sich so anschaut, was diese Mine mit Mensch und Natur macht, in den letzten Jahren stellten die lokalen Bauern und Bäuerinnen immer wieder Missbildungen bei Schafen, Lamas und Alpakas fest. Das hat Zweifel an der Verlässlichkeit von Glencores Umweltmonitorings geführt. Zivilgesellschaftliche Organisationen haben daher unabhängige Wasser- und Bodenanalysen durchführen lassen. Bei 29 von 50 Wasserproben wurden die peruanischen Höchstwerte für Schwermetalle überschritten. Sie waren daher für den menschlichen Konsum ungeeignet. 15 Wasserproben waren auch sogar für Tiere schädlich. Auch die im Rahmen einer staatlichen Untersuchung entnommenen Blut- und Urinproben der Anwohnerinnen und Anwohner der Minen enthielten, und zwar der Mine Kupfermine Tintaya Antapaccay, enthielten erhöhte Schwermetallkonzentrationen von Blei und Quecksilber. Kennen Sie diese Untersuchungen? Wenn nein, möchten Sie, dass wir in Sie zukommen lassen? Ich komme nun zum Schluss. Nachhaltig, in Ihrem Wortgebrauch, ist auch Ihre Beratungsresistenz beim ThyssenKrupp-Stahlwerk in Rio de Janeiro. So kommt es nun zu dem es kommen musste. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Isinger, für diesen sagenswerten Satz, den Sie heute gesagt haben. Am 16. April 2016 läuft die vorläufige Betriebsgenehmigung für das ThyssenKrupp-Stahlwerk aus. Sie haben bislang keine Verlängerung dieser Betriebsgenehmigung, Sie werden keine bekommen und Sie werden auch keine definitive Betriebsgenehmigung bekommen, denn die gesetzliche Maximalfrist von 48 Monaten, also zweimal Verlängerung, haben Sie schon mehrmals erhalten. Der Taktvertrag wurde am 30. März 2012 geschlossen, 2014 verlängert und 2016 läuft er jetzt aus. Und ich habe mir den letzten Fortschrittsbericht, den Sie netterweise auf Ihrer Internetseite in Rio zur Verfügung gestellt haben, durchgelesen. Und von 132 behördlichen Auflagen war eine enorme Anzahl, da stand hinterher auf Portugiesisch, von der Fachfirma Nau Atingida, nicht erfüllt. Ich frage Sie, wie viele der Kriterien wurden bislang noch nicht erfüllt? ThyssenKrupp hat also zusammengerechnet kaum Chancen, in den verbleibenden knapp 75 Tagen das zu schaffen, was Sie in 5,5 Jahren nicht geschafft haben. TKCSA kann mit diesem Ergebnis und diesem Attest in Rio also endlich die Sachen packen. Das hätten Sie wirklich früher und viel, viel billiger haben können. Herr Isinger, wollen wir uns dann am 17. April am Stahlwerk in Rio treffen und dann machen wir gemeinsam einen Kasten Bier auf? Dann können wir uns endlich das Schließen des Stahlwerks anschauen und die Freudenfeier der Anwohner in Santa Cruz, die dann aus dem Stahlwerk endlich das weltweit größte Freilichtmuseum für gescheiterte Industriegroßprojekte daraus machen. Ich werde da sein. Und dann können wir zusammen anstoßen auf ThyssenKrupps nachhaltiges Scheitern. In Ihrem Wortsinn, ich stifte auch den Kasten Bier.